Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth oder Godload. In der letzten Folge haben wir eine Winze von Minus 1 hinbekommen. Echt? Ja, stimmt. Wir haben zweimal verloren. Oh. Drake sieht anders aus. Drake sieht aus wie ein Desperado-Typ. Cool. Okay, jedenfalls haben wir The Mask gespielt. Oder hatten wir The Blind gespielt? Ich glaube, wir hatten The Blind gespielt. Okay. Und ich meinte, wir spielen heute nochmal den Charakter, den wir gestern gespielt hatten. Also spielen wir heute nochmal The Blind. Haben wir echt The Blind gespielt? Okay, ja, kann ganz gut sein. Ich habe schon wieder vergessen, aber ist ja auch nicht weiter tragisch. Auf jeden Fall haben wir immer noch ein paar blaue Herzen von Anfang an. Oh, guck mal, da ist noch eins. Oh, Lockdown. Geilo. Was haben wir hier? Warte, setze ich gleich ein, sobald wir diese... Okay, Bad Gas. Okay, also richtig gute Pillen hatten wir bisher noch nicht, aber passt bisher. Sobald unser erster goldener Raum besser ist, ist alles gut. Und zwar, habt ihr eben schon gesehen, dass Drake anders aussieht. Halt wie so ein richtig geiler Cowboy. Das hat nicht ich verändert, sondern das hat der Mod-Darsteller von der Godmod verändert. Den ich habe einfach mal die neueste Version runtergeladen, weil mein Dingel ja immer so komisch kein Grip hatte. Oh nein. Mein Dingel schoss ja einfach in der Ebene rum, wie sonst nichts Gutes. Das war auf jeden Fall ganz schön strange. Und aus diesem Grund... Wir brauchen ein paar mehr Schlüssel. Wir brauchen zwei Schlüssel mehr. Oh mein Gott. Aus diesem Grund auf jeden Fall habe ich dann die neueste Mod runtergeladen. Und jetzt sollte Dingle auch wieder so funktionieren, wie er funktionieren sollte von Anfang an. Das heißt, der ist jetzt einfach so wie der normale Dingle. Hat, glaube ich, noch... Oh Gott. Noch neue Attacken, weil das normal ist für Dingle in dieser Mod, glaube ich. Aber er hat halt wieder Grip an dem Boden. So, und woran das jetzt lag, habe ich keine Ahnung. Entweder es lag daran, dass halt die Version irgendwie kaputt war, die ich hatte von Godmode, dass er da irgendwie Schrott war. Oder dass das irgendwas mit einer anderen Mod zu tun hatte. Denn ich habe jetzt nochmal meine alten Dateien reingepackt, wo ich noch nicht die Savior-Mod installiert hatte. Und da dann nochmal Godmode drauf installiert und jetzt geht das halt alles. Aber ja, was von den beiden? Keine Ahnung. Aber eins von den beiden war es wahrscheinlich. Auf jeden Fall funktioniert das jetzt und das zählt. So. Okay, The Blind. So blind bist du jetzt zwar nicht, aber okay. Ich meine, für einen Blinden kann er ganz schön gut zielen irgendwie. Oh Gott. Da oben sind noch Maden. Hallo Maden. Hallo. Na? Sehr schön. Okay, ein Schlüssel schon mal. Dann fehlt uns nur noch ein weiterer. Ist das der nächste Erlebende? Nein. Boah. Schluck auf. Oh Gott. Au. Du Blödkopf. Du Blödkopf. Ich wollte Blödknopf. Blödknopf? Ich wollte Blödmann und Blödkopf zusammen sagen. Und dann kam der Blödknopf raus. Okay, wir haben unsere vier Schlüssel. Dann gehen wir sofort mal in den goldenen Raum rein. Und schnappen uns den toten Vogel. Und noch dieses Collar-Ding. Das ist eigentlich auch ganz nett. Drei Schlüssel kriegen wir ja sogar wieder. Also das heißt eigentlich, dass uns das hier nur ein Schlüssel kostet. Und oh nein. Danke. Und dafür haben wir E. coli. Das bringt, dass wenn uns jetzt ein Gegner, glaube ich, trifft, dass er dann in einen Scheißhaufen verwandelt wird. Solange es kein Boss ist, sondern so ein normaler Gegner. Und das hat schon was. Also ich finde das gut. Darin Junior, okay. Der stirbt wenigstens recht schnell. Vielleicht sollte ich erstmal das Feuer ausmachen. Obwohl, können die auch gegen das Feuer gehen? Weil dann hätten wir das Feuer wahrscheinlich sogar sehr gut helfen können hier. Oh Gott. Ich habe hier gerade so ein bisschen Angst. Bitte nicht in die Ecke kommen, danke. Nicht in die Ecke kommen, habe ich gesagt. Hilfe, nein. Oh Gott. Vogel, fress sie auf. Du magst Würmer. Ich weiß, dass du Würmer magst. Genau, fress sie einfach alle auf. Da. Der ist eingesperrt. Los, hol ihn dir. Du musst groß und stark werden. So. Vögelein frisst die Sachen auf. Und sie kriegen Wafer. Oh. Oho, oho. Können erstmal das hier einsetzen. Hätten wir vielleicht lieber in der zweiten Ebene einsetzen sollen, damit wir da einen Cube of Meat bekommen, aber sollte nicht weiter tragisch sein. Wir haben keine Bomben. Da oben ist noch ein Raum. Lassen wir einfach mal liegen. Okay. Aber ich bin ganz froh über den Vogel eigentlich. Der macht ja eigentlich gut Schaden, sobald wir einmal getroffen werden. Sollte ganz okay sein. Allerdings sind wir noch ein bisschen sehr schwach. Also wir sollten auf jeden Fall mal jetzt irgendwann mal ein Item kriegen. Ein Damage-Item. Das wäre schon ganz gut, glaube ich.
So, irgendwie so Tummy's Head. Ne, nicht Tummy's Head. Wie hieß der? Max Head? Oder hieß der anders? Diesen Kopf, der einen stärker macht. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Das ist ja unglaublich. Auf jeden Fall wäre der ganz, ganz toll. Und ich glaube, wir haben den Small Rock immer noch nicht freigeschalten. Kann das sein? Den müssen wir noch irgendwie freischalten. Ich weiß noch gerade nicht, wie. Wir hatten diesen kleinen Stein. War das nicht ein Pokémon? Hahaho. Ja, jedenfalls haben wir diesen kleinen Stein freigeschalten, das ist dieses Trinket-Kleinstein-Ding-Bumm. Aber ich glaube nicht das Item. Das Small Walk. Nur den Lucky Walk haben wir, glaube ich, freigeschalten. Ja. Von daher müssen. Wahrscheinlich den Small Walk hat man nur bekommen, wenn man irgendwie 50 oder so. Ich weiß nicht, ob 50 kann 50 sein, aber kann auch weniger sein. Von diesem blauen Stein aufgesprengt hat, oder? Der ich kann sein, auf jeden Fall wäre das richtig, richtig cool, wenn wir das mal irgendwann jetzt hier ziemlich schleunig freischalten würden. Das heißt, wir sollten am besten. Oh. Keine blauen Steine auslassen. Sollte man sowieso nie. Ich wüsste nicht, warum man das tun sollte. Aber jetzt noch weniger. Oh. Da habe ich dich befreit und du wolltest mich angreifen. Da wollte er uns sofort umarmen. Und ab Schlecki, Schlecki machen. Schlecki, Schlecki. Ich will aber kein Schlecki, Schlecki machen. Nein. Ich will kein Schlecki, Schlecki machen. Böses Kacki-Häufchen. Gut, bevor wir zum. Wow. Die Boss-Tür hatte eben so einen roten Effekt. Habt ihr das gesehen? Auf jeden Fall müssen wir erstmal noch in den goldenen Raum, weil davor möchte ich ungern zum Boss. Ah. Ach, guck, da haben wir unseren ersten Gegner in Scheiße verwandelt. Geil, oder? Ich finde das toll. Okay. So, wir haben. Na komm, wir haben drei Schlüssel. Wir gucken mal in den Shop rein. Kriegen eine Bombe zumindest. Und jetzt ist halt die Frage, ob bei 150. Der Shop Level 2 oder irgendwas Neues freigeschalten wird, aber ich denke mal nicht. Ich denke mal nicht, aber ich werde trotzdem bis 150 spenden, wenn wir noch irgendwie eine Münze bekommen. Das schulde ich dem Automaten. Den schulde ich das. Zu spenden. So. Okay, der hat irgendwie ganz schön viele Leben. Wie viele Schüsse brauchen wir für die? 3, 4, 5. Wow. Okay. Also, wir sind nicht wirklich stark. So, was haben wir denn hier Schönes? Ganz viele blaue Herzen. Okay. Was auch immer. Ja. Oh, nee. Okay, warte, was? Warte. Gut, unser Vogel macht das. Wir laufen hier die ganze Zeit im Kreis. Da hinten dürfen wir nicht hingehen. Da würden wir sofort, aua, angegriffen werden. Aber warte, lass mich in Ruhe. Gib mir mein Herz. Gut, dass wir den Vogel haben. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh, geh weg. Hilfe. Das war ganz schön knapp. Das Gute ist, wenn er uns die ganze Zeit verfolgt, dann machen wir auf jeden Fall auch mit unserer Wasserspur Schaden. Und dann stirbt er noch ein bisschen schneller. Ja, ja, folgt uns mal die ganze Zeit. Finde ich gut. Okay, der Kleine ist als erstes gestorben. Oh. Gut, dann sollten die jetzt auch nicht mehr angreifen und wir kriegen. Ein blödes Item und ein ganz okayes Item. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Splitshot ist immer witzig. Piu, piu. Außerdem haben wir jetzt unsere Tränen eine andere Farbe und das ist sowieso das Coolste. Okay, und wir hätten hier noch dieses Ram-Ding. Brauchen wir aber nicht, weil Widder unnötig ist. Ich finde Widder richtig unnötig. Es funktioniert einfach nie. Oh, es funktioniert einfach nie. Können wir auf jeden Fall mitnehmen. Unsere blauen Herzen behalten wir ja sogar. Also wir haben überhaupt keinen Nachteil davon bekommen. Habe einfach nur ein Gabi-Item und 9 Leben mehr bekommen. Warum hatten wir eigentlich schon 2 Leben von Anfang an? Ach, weil wir Lazarus. Oh, wir hätten uns erst umbringen müssen. Wir hätten uns von Anfang an umbringen müssen. Oh nein. Stimmt, The Blind war ja Lazarus. Ganz vergessen. Geht's wie gießen. Naja. Hallo Monstros. Wollt ihr mich einmal treffen, damit mein Vogel mit angreift? Damit das hier ein bisschen. Danke. Schneller geht. Oh Gott, diese kleinen Dinger nerven. Die müssen wir schnell sterben. Au. Na, wir sollten an sich aber trotzdem den Devil Deal bekommen. Ah, theoretisch. Ich möchte, dass dieser kleine. Oh Gott. Ich hasse Monstros. Ich hasse euch. So. Aber wir brauchen wirklich richtig dringend einen Devil Deal.
Was hat mich denn da jetzt getroffen, als wenn das so weit fliegt? Ach komm, Monstro, das kannst du dir nicht antun. Wir schießen so richtig langsam und so richtig mit richtig wenig Schaden. Ach, bitte, Devil, bitte, 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 bitte. Jo, danke. Und ein Tiersub, immerhin. Immerhin, das ist schön. Und wir kriegen... sind wir dann tot? Nein. Gut. Na gut, immerhin die Kohle. Ist immerhin so ein ganz kleines Damage-Up. Zwar kein wirklich gutes, aber wir haben eins. Das ist doch alles schön. So, nehmen wir das jetzt hier auch mit. Nee. Ich habe leider nicht genug Schlüssel für dich. Oh, die sieht witzig aus. Au. Okay, die sieht doch nicht so witzig aus. Aber hier schön ist der Puttyfly. Cool. So. Bin ich mal gespannt. Merkt man den Schaden, den wir machen? Also den erhöhten Schaden durch die Kohle. Ja, doch. Doch, doch. Ist, glaube ich, okay. Wer es nicht weiß, die Kohle macht halt, dass wenn die Tränen weiter fliegen, dass sie dann immer größer werden und dementsprechend auch mehr Schaden machen. Von daher, die Kohle ist eigentlich ganz cool. Gibt auf jeden Fall schlechtere Items. Oh, guck mal, da haben wir das ausgenutzt, dass wir von dem einen getroffen wurden und sind dann sofort gegen den anderen gelaufen. Damit sich alles in Scheiße verwandelt. Denn alles, was uns trifft, ist Scheiße. Und damit sie es auch einsehen, verwandeln wir sie auch gleich in Scheiße. So. Ja, ja. Komm du mal her. Komm doch nicht her. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich bin ein lieber Isaac. Ein lieber The Blind. Ich will gar nicht kämpfen. Warum kämpft ihr gegen mich? So, an sich sollten wir die ja irgendwie... Wenn wir jetzt hier schießen, dann sollten wir die ja trotzdem treffen. Wegen unserem Splash-Damage. Obwohl, was kein Splash-Damage ist, sondern ein Split... Split-Dings-Bums. Wir splitten alles. Okay. Könnt ihr rüberhüpfen? Ja, können sie. Okay. Dann hüpft ihr mal. Mein Vogel frisst euch auf dafür. Dass ihr die Dreistigkeit besaßet, darüber zu hüpfen. Das könnt ihr ja wohl nicht machen, wenn ich hier drüben bin. Das ist meine Seite. Ach, da leben ja auch noch welche. Überall Gegner. Oh Gott. Gut, der ist tot. Und du auch. Du hinterlässt uns wahrscheinlich ein rotes Herz, oder? Nö, nicht mal das. Ganz schön assige Gegner auf jeden Fall. Blop, blop. Ich frage mich auch immer noch, wie das hinbekommen hat, dass die ganzen Gegner andere Angriffsmuster haben, der Moddersteller. Das muss bestimmt ganz schön komisch gewesen sein, das alles zu programmieren. Tschu, 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 tschu. Oder zu modden. Ist das eigentlich auch programmieren? Ja, ne? Modden ist auch programmieren. Ich denke mal schon. Na, eigentlich verändert man ja nur... Ja, man verändert den Code. Ist also eigentlich trotzdem eine Art von Programmieren. Denke ich mal. So. Komm schon. Komm schon, danke. Oh, der Fischkopf, den nehmen wir mit. Der stinkt nämlich so schön. Und wir stinken auch. Von daher, das passt. Das passt. Wir passen zusammen. Wir beide. Fischkopf und Fischeiseck. So. Komm, ich befreie euch. Kommt raus hier. Ja, alle raus. Ihr seid alle frei. Duel, ja. Mams, boah, nicht so cool. Nicht so cool. Das Mongo Baby, das nehmen wir mit. Das Mongo Baby ist super. Denn das Mongo Baby greift mir an. Und das können wir auf jeden Fall auch einmal mitnehmen. Warum nicht? Oh Gott. Ein Leben mehr. Das wir gleich wieder verloren hatten. YOLO. Okay, ja. Machen wir. Matchstick. Tjo. Ach, das nehme ich mit. Red Patch, das finde ich gut. So, das Tummy's Head, ja. Ich denke mal, Book of Revelations ist besser. Und ich wundere mich gerade, dass wir noch keinen Cube of Meat haben, obwohl wir Book of Revelations haben. Das ist schon ganz schön merkwürdig. Und jetzt ist die Frage, ob wir Bob's Brain mitnehmen wollen. Oder ob wir es liegen lassen. Ham. Zwei Items. Würde ich so gerne rewollen, aber wir haben hier leider kein Würfel. Oh. Leider kein Würfel für uns.
Muss man, um den Würfel freizuschalten für Isaac, eigentlich mit Isaac den das Blue Baby besiegen, oder muss man allgemein nur das Blue Baby besiegen? Weiß das leider, ich hab's nämlich wieder vergessen. Auf jeden Fall macht das Mongo Baby eigentlich guten Schaden. So, wir haben 8 Münzen. Luck up. Luck up und dieses Teufelsdingsbums. Wir spenden einfach mal bis 150, wenn das geht. Wenn wir Glück haben. Und jo. Aha, ein Black Candle, alles klar. Unsere erste Kerze. Oh, ich dachte, ich ein tolles Erlebnis. Unsere erste Kerze haben wir freigeschalten. Wow, dass ihr das mit mir miterleben durftet. Also ich wäre stolz darüber. So, setzen wir nochmal unser Buch ein. Vielleicht kriegen wir jetzt einen Reiter. Nö. Oh, sind die groß. Und so viele. Jo. Okay, los. Zerschnibbel sie alle. Oh Gott. Die haben bestimmt noch viel mehr Leben. Oha. Oh, aber warte, wir können. Wir können diese Explosionsdinger gegen die benutzen. Ich hänge hier gerade fest. Explodiert dieser Scheiß auf mir? Nö. Eigentlich auch? Nö. Nö, 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 nö. So, wenn wir aber diese ganzen Explosionsfliegen töten, dann machen wir denen ja auf jeden Fall auch mit Schaden. Sollte man vielleicht mal einsetzen. So. Ach, guck mal, wir haben sogar so ein kleines Knockback. Die fliegen immer in die Richtung, wo man sie hinschießt. Das heißt, wir können sie alle da hinten in der Ecke lassen. Los, ab in die Ecke mit euch. Ich treibe euch. Ich bin euer Hirte. Gut, dass wir Wafer haben. Gut, wir hätten vielleicht doch Bob Spray mitnehmen sollen. Das wäre hier auf jeden Fall recht praktisch gewesen. So, erster Tod. Überhin. So. Oh. Über diese komischen Bosse, wo so richtig viele Bosse sind und man einfach zu schwach ist, um sie alle zu besiegen. Ah, hoffentlich kriegen wir einen Damage up in diesem Devil Deal. Das wäre recht nice. Ja, die Explosionsfliege war sogar mal richtig gut. Vor allem, dass sie ja doch auch immer so richtig viele Sachen spawnen. Und dann muss man erstmal die ganzen Sachen töten, die sie spawnen, bevor man sich um die Bosse an sich kümmern kann. Und dann zieht sich das alles. Dann ist alles doof. Bla 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 bla. Könnt ihr mal aufhören, hier rumzuspucken? Das ist ja widerlich. Habt ihr nichts gelernt von Mutterdust? Hask, Husk, Schusk. Ganz schön unhöflich, was die hier machen. Und eure Zähne, ihr solltet auch mal Zähne putzen. Au. Oh, ich bin gerade wirklich irgendwie voll müde. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht, weil ich um 2 Uhr erst zu Bett gegangen bin, aber egal. Könnt ihr jetzt aber bitte sterben? Die ganze Zeit ist unser Vogel schon da drauf. Ah, ne, ist er gar nicht. Unser Vogel verfolgt die anderen Sachen. Oh nein. Vogel, du musst die Hasses angreifen. Da. Vogel, geh da hin jetzt. Du greifst die Falschen an. Wie können 4 dieser Dinger noch so viele Leben haben? Dass wir so wenig Leben haben. Und der Vogel will die einfach nicht angreifen. Boah, und ich verliere gerade so viele Leben. Ich glaube, mit dem Devil Deal wird das nichts. Obwohl wir ja keine roten Leben verloren haben. Also vielleicht ja doch. So, danke. Das hätte hier fast nicht lang gedauert. Und war auch fast nicht laut. Und wir kriegen natürlich keinen Devil Deal. Na, das kann ja noch was werden. So, wir haben
alles und ich werde Bobs Brain mitnehmen, weil wir einfach jeden Schaden brauchen, den wir bekommen können. Und Bobs Brain ist ein bisschen Schaden. Gut, Bobs Brain, dann enttäusch mich bitte aber auch nicht. Bitte, bitte, bitte enttäusch mich nicht. Boah, das hat wieder so übelst lang gedauert. Gosh. Okay, vierte Ebene immerhin. Caves 2. Gut. Los, Bobs Brain. Da, deine Chance. Du kannst richtig viel töten. Oh, das war gut. Sehr gut, Bobs Brain. Hab dich lieb. Und da hat uns die letzte Fliege noch getroffen. Nice. Das war natürlich so geplant. Ich mag es, wenn Fliegen mich treffen. So, das war doch bestimmt schon Stein Nummer 20, mindestens. Wow. Den wir jetzt schon aufgesprengt haben, seit wir die God Mode angefangen haben. Safety Cap, ja, nehmen wir mal mit. Gute Pilze, die Bichibatol. Und jetzt ist die Frage, gehen wir links oder gehen wir rechts? Wir gehen links. Wir trauen uns mal was und gehen links, obwohl hier nichts ist. Aber man konnte es ja mal versuchen. Oh Mann, ich spiele heute wieder so schlecht. Ich glaube, das. Oh Gott. Ich glaube, das liegt an The Blind. Oder daran, dass ich halt so müde bin. Eins von beiden. Und ich möchte jetzt mal gerne nochmal Dinge sehen, damit ich euch zeigen kann, dass er wirklich wieder funktioniert. So. Obwohl der andere Dinkel ja auch ganz witzig aussah, wenn er so rumgebackt hat. Bagdad. Bagdad. So rumgebackt hat. Rumgebocknet. Ja, rumgebocknet. Ah, wir brauchen trotzdem noch Damage-Ups. Aber richtig doll. Vor allem die Gegner werden halt immer stärker, beziehungsweise wir bekommen immer mehr Leben, umso weiter runter wir gehen. Von daher wird das immer länger dauern, wenn wir nicht stärker werden. Smogwalk vielleicht? Nö. Haben wir auch noch nicht freigeschaltet, aber hätte ja trotzdem so drin sein können. Na gut, immer eine Pretty Fly. Unser zweiter Begleiter dazu auch noch, der um uns rumfliegt. Okay. Nennen wir die Fliegen lieber Beschützer statt Begleiter. Unser zweiter Beschützer. Ja. Und verlieren. Ich verstehe nicht, warum ab und zu die Dinger einfach so sterben. Das verstehe ich wirklich nicht. Die spawnen immer ineinander und dann stirbt einer von denen. Oh, Range Up. Range Up hilft uns sogar wirklich, weil wir halt die Kohle haben. Ist jetzt nicht das Schlechteste. Zumindest. Wow. Die Bombe war perfekt gelegt. Das dauert hier alles so lang. Komm schon. Und wieso verliert ihr eure Augen? Ich bin doch so plopp. Ich habe die Challenge schon geschafft. Ihr dürft das nicht machen. Ich bin das. Oha. Gut, dass wir die Maske hier drin gefunden haben. Yay, der erste ist tot. Hä? Okay, keine Ahnung, was uns da getroffen hat. Wahrscheinlich ein Auge. Ich weiß aber nicht wie. Danke. Wow, wir haben noch ganze drei blaue Herzen. Okay, wow. Damit kommen wir bestimmt noch richtig weit. Ja, oh, guck mal, das ist ein Blaustein. Ui. So, Lockdown. Yay. Lockdown ist gut. Lockdown ist toll. Und ich verliere viel zu viele Leben. Unter anderem wegen Bobs Brain. Okay, war diese Pille gut, ist die Frage. Man weiß es nicht. Nein, war sie nicht. Das jetzt ist aber gut. Und wir spenden zwei Münzen. Ganze zwei Münzen. Na, wer bietet mehr? Ich habe zwei Münzen gespendet. Was habt ihr gespendet? Nix. Überdenkt mal eure Handeln. Dass ihr hier gar nichts spendet, finde ich nicht gut. Finde ich überhaupt nicht gut.
Wir müssen alle zusammenarbeiten, damit wir schön viel spenden können. So. Naja, wenigstens kriegt man ja schnell wieder blaue Herzen dazu. Justice schon wieder, okay. Au. Sehr schön, Bob Swain. So mag ich dich, wenn du mir selber wehtust. Da ist schon wieder ein blauer Stein. Okay. Gerade geizt das Spiel nicht mit blauen Steinen auf jeden Fall. Two Aspects können wir auch mal einsetzen. Euden. Kurz die Knochenmenschen töten. Waren wir schon im goldenen Raum? Nein. Okay, das heißt, wir müssen nochmal kurz in den großen Raum auf jeden Fall rein. Wir haben 5 Münzen. Im Shop gab es aber nichts Gutes. Na gut, dann. Hallo, großer Raum. Und hallo, goldener Raum, der da links irgendwo ist. Geht weg von mir. Wollt ihr eine Bombe haben? Oh. Anscheinend wollen sie keine Bombe haben. Dann töte ich euch halt so. Oh Gott. Was kriegen wir hier? Oh, Little Hound. Okay, Little Hound möchte ich unbedingt haben. Das holen wir uns auf jeden Fall. Da ist noch ein blauer Stein. Na, langt vielleicht sogar eine? Nö. Schade, aber auch. Gut, ein paar Spinnies, Little Hound und wir nehmen natürlich trotzdem unser Book of Revelations mit. Aber Little Hound macht wenigstens ein bisschen Schaden. Alle Begleiter machen so ein bisschen Schaden. Und das ist ja gar nicht mal so schlecht. So, in die Mitte, in die Mitte, in die Mitte. Den töten, den töten. Sehr schön. Das hat gut geklappt. Und noch ein Herzchen. Für das kleine Bleinchen. Für das kleine Bleinchen ein kleines Herzchen. Ich bin zu blöd, um durch die Tür zu gehen. So, und jetzt drückt mir die Daumen, dass ich nach dem Boss mal einen Devil Deal bekomme, wo ich Schaden herbekomme. Weil sonst machen wir wahrscheinlich auch viel zu wenig Schaden. Am meisten Schaden macht noch unser Bob Swain. Und das sollte, glaube ich, nicht so sein. Komm schon, Little Hound. Du musst schon angreifen. Genauso wie... wie Bob Swain. Irgendwie greift immer nur einer der Begleiter gleichzeitig an. Hilfe. Kann doch sein, dass ich jetzt hier... Wow. Kein One mehr hinbekomme. Liegt das an dem Charakter oder woran liegt das? Hat der weniger... Also hat er weniger Glück als andere? Dass er quasi Pech hat? Das wäre natürlich auch blöd, aber da haben wir schon mal ein bisschen Damage ab. Und... Ah, möchte ich eigentlich alles mitnehmen, ist die Sache. Zeit ist Gabi-Item auf jeden Fall. Ich nehme natürlich trotzdem Book of Revelations mit. Und ich glaube, wir lassen uns sterben. Ja. Wir sterben einmal. So, dann nehmen wir das noch mit, was nicht geht. Haben wir eine Map? Wir haben eine Map. Jetzt kommen wir da allerdings nicht mehr rein, aber unser Schaden sollte jetzt gut sein. Ach, und wir haben unser erstes Leben verloren, ne? Das heißt, wir sind jetzt Lazarus 2. Oh, das ist schön. Wir sind Lazarus 2, daher machen wir schon mehr Schaden. Und wegen, was auch immer wir eben eingesammelt hatten. Was hatten wir nochmal eingesammelt? Gabis Kopf und... Ach, diese 4 Tränen, ja genau. Deswegen sind die auch so schwarz. Aha, okay. Gut. Okay, jetzt wird alles besser, Leute. Dieses Mal wird alles anders. Alles. Oh, ein blaues Herz. Warum seid ihr nicht Dingle? Ich möchte nochmal Dingle zeigen. Okay. Hier ist Bob Swain sogar gar nicht mal so schlecht. Wenn die sich da hinten irgendwie festbacken, dann könnte man da trotzdem mit Bob Swain hin. Aber unsere Reichweite ist sowieso hoch genug. Von daher... Sollte das hier kein Problem sein. Gut, was kriegen wir? Das Leaf-Dingsbums-Kirchen. Damit hätten wir sogar schon instant gewonnen. Von daher nehmen wir das mal mit, denn damit könnten wir uns jetzt einfach irgendwo hinstellen. Dann kriegen wir diese komische Maskenform, wo wir nicht angegriffen werden können. Und dann wird Lil Hound alles töten. Ich darf das mal kurz präsentieren. Oder demonstrieren. So, hätten wir jetzt noch ein Cube of Meat oder so, dann wäre das natürlich noch besser.
Haben wir aber nicht. So, jetzt wird gewartet. Und wie war euer Tag so? Alles chillig? Wie war das Wetter? Also mir war das Wetter so. Heute Morgen voll sonnig, dann auf dem Weg zur Schule voll doller Regen. In der Schule dann wieder sonnig. Und als ich wieder nach Hause wollte, wieder voll regnerisch. Und als ich zu Hause war, wieder sonnig. Yay. Und ich hätte heute fast einen Unfall gebaut. Das war auch ganz toll. Mhm. So, was haben wir hier? Tour of Hearts. Aha, okay, interessant. Brauche ich, glaube ich, nicht. The Devil. Nehmen wir mal mit. So. Zum Glück habe ich nur fast einen Unfall gebaut und habe keinen gebaut. Okay. Ah, euch mag ich. Ihr sterbt schnell. Obwohl, wieso sterbt ihr nicht so schnell, wie ihr sterben solltet? Eigentlich sterbt ihr doch voll schnell. Ah, da seid ihr tot. Will ich doch meinen. Sah übrigens witzig aus, wie gerade dieses rollende Gedärm über die Scheiße rüberklettern wollte. Oh, ein Lebensupgrade. Oh, das nehme ich mit und das nehme ich auch mit. Alles meins. Jetzt habe ich zwar kein Geld mehr, aber egal. Los, Bob Swain, Attacke. Gut gemacht. Ich wähle dich gleich nochmal aus in 15 Sekunden, Bob Swain. Gleich darfst du wieder zeigen, was deine Fähigkeiten sind. Okay, der ist recht schnell gestorben dafür, dass der so viele Leben hat. Vielleicht unser drittes Gabi-Item hier irgendwo. Nö, nein, okay. Nein, schade, okay. Schade, schade. Schokolade. Schokolade schmeckt gut. Ich mag Schokolade, vor allem weiße Schokolade. Und, was ist eure Lieblingsschokolade? Ah, Mann. Weiße Schokolade habe ich früher echt immer gegessen. Die von Chateau. Chateau heißen. Die Aldi-Marke. Aber die hat früher besser geschmeckt als heutzutage. Muss man ja aber ganz ehrlich sagen. Bei der Kindheit hat das alles viel besser geschmeckt. Da habe ich dann echt so eine ganze Tafel. Da musst du denken, die ist irgendwie 500 Gramm oder so. Davon habe ich dann zwei Stück oder so am Tag gegessen. Das tat schon richtig weh, als ich die dann gegessen hatte. Weil, wenn man zu viel Schokolade isst, Leute. Vor allem diese weiße Schokolade. Auf jeden Fall war das bei mir so. Dann kam die aus der Nase wieder raus. Ja, hört sich eklig an. Ist es auch. Nein, es kam da nicht raus, aber irgendwie tat es in der Nase weh. Und dann hat man halt in der Nase gerochen, wie da die Schokolade rauskam. Ja. Ja. Hört sich irgendwie wirklich sehr merkwürdig an. Egal. Aber man soll ja auch nicht ein Kilo Schokolade am Tag essen. Vor allem keine weiße. Oh Gott, ich war richtig ungesund damals. Ein Kilo weiße Schokolade am Tag. Das müsst ihr erstmal hinbekommen. Und die hat halt so geil geschmeckt. Ich bin geil. Wundert mich, dass meine Zähne nicht kaputt sind, wie sonst was. Ha, naja, egal. Wir kämpfen erstmal gegen den Krieg. Gegen den Riesenkrieg. Der irgendwie nichts mit uns zu tun haben will, wie es aussieht. Nö, er verlässt uns sogar. Findet er wohl zu langweilig, gegen uns zu kämpfen. Puh. Schleudere ich halt Bob Swain auf dich. Okay, aber wir kriegen unseren ersten Cube of Meat. Yay, wurde doch mal Zeit, wo wir schon die ganze Zeit unser Book of Revelations eigentlich haben. Eigentlich hätten wir schon viel früher einen Cube of Meat bekommen müssen. Und guck mal, der Krieg hat Angst vor uns. Verkehrte Welt, wieso hat der Krieg Angst vor uns? Oder er hat Angst vor unserem Geist, ja, das kann ich mir eher vorstellen. Okay, wir kriegen nicht mal einen Cube of Meat, aber eine Bandage. Ist ja auch nicht schlecht, wir waren im goldenen Raum, wir waren im Shop. Okay, dann mal ab in die Marm-Ebene. Nach knapp 35 Minuten. GG. So, können wir mal wieder... Müssen wir nicht mal einsetzen. Okay, machen wir mal nicht. Wir setzen einfach unser Book of Revelations nicht ein. Noch nicht. Später vielleicht. Oh. So. Au. Egal. Denn wir haben The Wafer. Wir kriegen sowieso nur einen Schaden. Oder einen halben Schaden. Ach, guck mal. Und wir kriegen richtig viele Herzen. Nix kann uns stoppen mit den ganzen Herzen. Oh. Außer vielleicht Knochenmenschen. Ja, ich laufe gegen euch alle gegen. Ist mir egal. Ich hab E-Collar. So, hi, tschüss. Wahrscheinlich ist der Boss da. Der ist nämlich immer da auf dem blödsten Weg. Und Bob Swain, töte alles. Ich wähle dich, Bob Swain. Pow. Wow. Okay, das war nicht wirklich viel Schaden. Hätte ein bisschen mehr sein können. Und wir haben noch The Devil, das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber ich glaube, The Devil werde ich erst einsetzen, sobald wir bei Mottas Herz sind.
Der bringt das am meisten. Au. Würden wir eigentlich jedes Mal einen ganzen Schaden bekommen, wenn wir jetzt nicht den Wafer hätten? Durch den Explosionsschaden von Bob Swain? Wäre ich aber interessant zu wissen, denn ich habe irgendwie in Erinnerung, dass Explosionsschaden immer einen Schaden macht. Kann ich mich aber auch irren. Ich irre mich ja häufiger mal in diesem Spiel. Von daher bin ich da ganz glücklich, dass ich euch habe, die mich dann immer wieder verbessern. Ah, so lerne ich Stück für Stück immer mehr dazu. Oh, eine Jera-Karte. Okay, eine Jera-Karte ist eigentlich ganz interessant. So. Okay, was war denn hier noch? The Moon. The Moon könnten wir eigentlich mal einsetzen. Schön in den Geheimraum mit ein bisschen Geld. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und... gut. Ja, okay. Gehen wir mal weiter nach links. Das war der Geheimraum. Uns fehlt noch eine Münze. Dann können wir in den Shop gehen und uns da alles leisten. Gott, geh weg von mir. Nein, nein, nicht in die Ecke kommen. Au. Da habe ich mich wieder eingesperrt. Das muss ich noch lernen, irgendwie. Gut auszuweichen. Das ist nämlich eigentlich machbar. Eigentlich sehr gut machbar. So, da haben wir den Shop. Was haben wir hier? Speed-Up war das, glaube ich. Von daher hätte ich sogar gerne... alles, was wir dafür brauchen, ist einfach nur eine Münze. Eine kleine Münze. Eine kleine Münze. Wir brauchen eine kleine Münze. Ich möchte diese Spritze haben. Oh, da. Nehmen wir mit. Oh, Moment. So, da ist ja wohl eine Münze drin. Nein. Nein, nein, da war keine. Aber wir brauchen sowieso noch den goldenen Raum. Und bis wir jetzt im goldenen Raum gekommen sind, finden wir garantiert noch eine Münze. Wisst ihr was? Ich wage das jetzt einfach mal. Wir sind eigentlich schnell genug. Die sind nicht mal ausgelöst worden. Was? Betrug. So. Und da ist ja der goldene Raum. Wusste ich's doch. So. Was kriegen wir hier Schönes? Vielleicht irgendwo eine Münze? Nö. Aber, oh, ich sehe da was. Da ist eine Made. Ich mag Maden. Also die Made mag ich auf jeden Fall. Hä? Hier ist noch irgendwo ein Gegner da. Hi. Bitte einmal sterben, danke. Nehmen wir das. Da oben ist eine Kiste. Die holen wir uns auf jeden Fall auch. Da kriegen wir sogar auch ein bisschen Geld. Sehr schön. The Emperor. Nee. Was haben wir hier unten? Pillen. Was haben wir hier drüben? Die Made. Meine Made. Und ein Quadra-Shot. Nee. Das war dieser Slow-Effekt, ne? Genau. Spider-Bite. Die ist auch ganz nett. Okay. Können wir auch reingucken? Wir haben so... nee. Ebene neu starten, habe ich ehrlich gesagt keine Lust zu. Von daher, das lassen wir mal. Okay, waren wir auch im goldenen Raum und dann können wir... Moment, wo können wir uns Sachen kaufen? Im Shop, ja, das klingt plausibel, dass man sich im Shop Sachen kaufen kann. Gut, und was gab's da Schönes? Ach, die Spritze, genau. Speed und Range Up. Range Up ist, wie gesagt, gut, weil umso weiter halt unsere Dinger schießen, umso stärker werden sie auch. Unsere Tränen. Von daher habe ich nicht wirklich was gegen Range Up. Finde ich sogar ziemlich gut, wenn wir es bekommen. Hi. Ach, egal. Stellen wir uns das hier hin. Jetzt werden wir garantiert gleich durch unser Bob Swain getroffen. Aber... das Risiko gehen wir einfach mal ein. Obwohl, wir können ihn ja eigentlich auch so zerstören. Oder auch nicht. Doch, da. Da aber. Sehr gut, Bob Swain. Sehr, sehr gut. Oh, geil. Guck mal, wir treffen sogar Mom, wenn wir von hier aus schießen und da hinten gegen die Wand nur kommen. Dann treffen wir sie auch jetzt gerade. Aber gut. Aber gut, dieser Split Damage. Thank you.
Ja, nehme ich mit. Dadurch können wir nämlich durch Sachen durchschießen. Und können halt fliegen. Obwohl, wir hätten das sogar für einen Teil bekommen. Naja, egal. Wir haben ja genug Leben. Wir können uns das leisten. Wir haben zumindest Leben, ne? Nicht so wie Mutti, die tot ist. Ha! Mutti, du bist tot. Au. Verdammt, seist du. Verdammt, seist du. So, auf jeden Fall können wir jetzt auch durch die ganzen Sachen durchschießen. Also durch Stein und sowas, zumindest. Leider nicht durch Gegner, denn dafür bräuchten wir einen anderen Tränen-Effekt. Den haben wir leider nicht. Aber ist ja auch okay, so wie es jetzt ist. Und vor allem haben wir volle Leben. Das ist auch sehr schön. Okay. Der ist weg. Können wir das mal einsetzen, damit wir ja keine Aufladungen hier verschwenden. Und dann ist der auch tot. Sehr schön. Okay, ach, stimmt, wir können fliegen. Wir können fliegen. Das heißt, wir können uns auch über alles einfach rüber verstecken und von da aus schießen. Aber das ist schön. Das ist richtig schön. Warum ist eigentlich jeder zweite nur so klein? Jede zweite Träne. Sieht dieser Scary-Effekt... Oh ja, sieht er tatsächlich. Wegen der Kohle, okay. Dieser Scary-Effekt sieht anscheinend echt anders aus, wenn die Tränen größer sind. Interessant, interessant. Und wir haben ja dieses eine Item eingesammelt, wo unser eines Auge so komisch rot wird, beziehungsweise wo da so ein Plopp-Ding drüber ist. Und von daher haben wir natürlich mit jedem zweiten Schuss, oh, einmal mehr Damage. Ich komme da gerade nicht drauf klar, dass wir so schnell sind. Und dass wir immer noch nicht so viel Schaden machen. Das kann alles auf jeden Fall noch verbessert werden. Naja, wollen wir uns da nicht beschweren, wo wir doch volle Leben haben. Und noch neun, wir haben sowieso noch neun ganze Leben. Ist schon eigentlich ganz nett. Will ich. Komm schon, irgendwo ein Gabi-Item drin. Das wäre ja mal was ganz Neues, wenn hier irgendwo mal ein Gabi-Item drin wäre. Strength, was ist du? Noch eine Stärke? Okay, dann können wir auf jeden Fall eine Stärke einmal einsetzen. Haben dadurch jetzt zwar ein Leben verloren, also ein blaues, aber egal, dafür sind wir ein bisschen stärker. Geht das hier ein bisschen schneller. Und außerdem können wir gleich das blaue Herz hier wieder einsammeln. So, Loki. Schön, dass du dich so freust, aber du musst jetzt leider sterben. Ich weiß, du magst Besuch, aber deine Gastfreundschaft ist irgendwie nicht so nett. Hilfe, Mann. Hilfe, Mann. Hilfe. Okay, wie auch immer uns das nicht treffen konnte. Ich habe keine Ahnung. Hilfe, wo ist der? Da. Oh, wie viele Wellen wollen denn hier noch kommen? Und ich habe das halt sogar alles verdoppelt. Ich habe das verdoppelt und trotzdem habe ich kein Gabi-Item bekommen. Aber wird sich auch nicht mehr lohnen. In welcher Ebene sind wir? Womp 1. Ne, vorletzte Ebene. Weiter kommen wir ja noch nicht. Es sei denn, wir gehen irgendwie in den Devil Dealer rein und gehen dann weiter runter. Aber dafür sind wir gar nicht stark genug. Was ich vielleicht auch nochmal machen sollte, so offscreen-mäßig oder so, ganz viel Geld spenden. Damit der Shop endlich mal ein bisschen besser wird. Das wird uns nämlich auch relativ gut helfen, denke ich mal. Denn der Shop soll ja noch richtig gut werden. So, wenn er ganz weit ausgebaut ist. Vor allem in dieser Mod, dann sollen da irgendwie 7 Items oder so drin sein, glaube ich. Ist halt schon echt krass, 7 Items, aus denen man auswählen kann. Vielleicht sind es auch nicht 7. Darf das nicht so ernst nehmen, was ich hier sage. Aber ihr könnt mich gerne korrigieren. Wenn das mehr oder weniger sind. Aber ich habe in Erinnerung, auf dem Screenshot waren ganz, ganz viele Items da drin. Auf der höchsten Stufe vom Shop. So. Da ist er, der Boss. Okay.
Sehr schön, hier ist noch ein Stein. Immer schön die ganzen Steine aufsprengen, auch wenn wir sie nicht mehr brauchen. Au. Aber wir wollen natürlich unseren Small Rock freischalten. So. Hallöchen. Ach ja. Geisti, du machst das schon. Guck mal, der macht sogar gar nicht mal so wenig Schaden. Und Huibu freut sich. Obwohl er nicht Huibu heißt, aber ich nenne ihn immer so. Solange gleich nicht Luigi kommt und ihn einfängt, ist alles okay. So, erster ist tot. Ach, wir haben sogar ein Cube of Meat. Ach, wie geil. Ein Bandage Girl Dingsbums. Geduld. Cool, wir mussten gar nichts machen. Einfach nur blöd rumstehen. Und uns strecken. Das ist alles. Das ist das Geheimnis hinter diesem Spiel. So, da bin ich jetzt mal gespannt, was dieser Devil Deal uns bringen wird. Devil Deal, Devil Deal. Wir kriegen dich bei Devil Deal. Devil Deal, Devil Deal, Devil Deal, Devil Deal, bitte, nachdem ich noch die Stärkekarte mitgenommen habe. Und wir sind bereit und glücklich. Ja, glücklich gehen wir in die nächste Bombebene. In die Bombebene 2. 2. Utero. Oh, Utero, Entschuldigung. Wir waren eben noch in so einer Bombe. Jetzt sind wir in Utero und sind richtig glücklich. Wir sind glücklich, Leute. Wir sind glücklich. Glücklich. Seid ihr auch glücklich? Wenn ihr glücklich seid, dann klatscht mal in die. Was? Oder nickt einmal. Nickt einmal, wenn ihr glücklich seid. Aha, ihr seid also nicht glücklich, was? Gibt's ja gar nicht. Ah doch, da habe ich einen gesehen, der glücklich war. Da hat einer genickt. So, so, du bist also glücklich, ja? Und warum bist du glücklich? Gibt es da einen Grund? Hattest du etwa gestern Geburtstag und bist deswegen glücklich? Nein? Okay, schade. Oder vielleicht doch? Happy Birthday to you. Marmelade im Schuh, Aprikose in der Hose. Und ein Abo dazu. So. Komm, stirb du. Gedärm. Wieso haben. Oh, hier, Dingel. Dingel, okay, ich kann euch Dingel zeigen. Pass auf. Ganz normal. Smooth und elegant. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Du bist wieder normal, Dingel. Herzlichen Glückwunsch dazu. Herzlichen Glückwunsch zum Normalsein. Ja. So, aber das auch. Und da habt ihr mal Dinge gesehen. Habe ich. Oh. Habe ich repariert. So, ich habe keine Lust gegen euch zu kämpfen. Aber ich mache es einfach mal trotzdem. Ist hier eine Tür? Wir sind sogar falsch gelaufen. Okay, dann müssen wir hier sowieso nicht rein. Stören wir euch bei irgendwas? Oder warum seid ihr so aufgeregt? Au. Seid ihr alle so aufgeregt, weil ihr mich sehen könnt? Oh Gott. Oh Gott, ja, ich bin's. Ich will nicht, dass ihr mich auffresst. Alle wollen sie ein Stück von mir haben, ein Stück von mir abbeißen. Ich schmecke gar nicht so gut, wie ich aussehe. Ich bin zwar glücklich und voller Blut verschmiert. Und eigentlich schmecke ich auch recht gut, aber ich schmecke nicht so. Aua. Gibt bestimmt viel nettere Sachen. Oder viel leckerere Sachen. Jo. Ich bin ein Racer. Okay, das sieht gut aus, dass das hier der richtige Weg ist. Boah, wie viele Leben haben die denn? Au. Okay. Gut, dass wir Wafer haben. Ich kann es immer wieder wiederholen. Wer ist der Seed denn eigentlich? Aha, Nizzle. Nizzle heißt er also. Okay. Der gute Nizzle. Ah, diese Explosion. Sie ist viel zu groß. So. Der du doch und ihr alle weg, alle weg. Los, stirb schon. Danke. Komm hier, halt. Prices. Können wir auf jeden Fall mal den nächsten Räumen hier so einsetzen. Kurzer Stil. Und unsere dritte Pretty Fly, die man nicht sieht, aber sie ist da. Stellt sie euch einfach vor. Ah, volle Leben. Ist auch wieder schön. Und Stärkekarte. Yes. Jetzt sind wir gut vorbereitet. Jetzt müssen wir nur noch den Boss finden. Nur noch. Gosh, wo ist denn der Boss? Blödes Curse of the Lost, verwirrt mich voll.
So, 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 so. Und weg mit dir, du kleine Nuss. Was kriegen wir hier? Vielleicht jetzt unser letztes Gabi-Item? Jo, da haben wir's. Da haben wir unser letztes Gabi-Item. Das nehmen wir auch mit, obwohl wir es nicht brauchen. Aber man weiß ja die. So, gut, wir sind Gabi. Gabi, 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 wir sind Gabi, wir sind Gabi, wir sind Gabi geworden, ja, ja, ja. In der letzten Ebene, kurz bevor wir beim Boss sind. Ist das nicht toll? Ich finde das toll. Hi, Dingel. Bist du immer noch so smooth wie immer? Yay, smooth. So kann ich noch endlich mal wieder ausweichen. Aber wie gesagt, keine Ahnung, woran das lag. Wirklich keine Ahnung. Oh, ich finde diesen Boss einfach nicht. Aber schön, dass wir nochmal Demon Cat Gabi geworden sind. Welche Demon Cat Gabi? Wir haben Flügel. Hatten wir auf jeden Fall eben. Jetzt sind sie weg. Hä? Eben hatten wir noch... Da. Okay, die Flügel sieht man nur, wenn ich nach oben fliege. Wie bescheuert ist das denn? Da. Nur wenn ich nach oben fliege. Von der Seite nicht, nur wenn ich so fliege. Lol. Welche Demon Cat Gabi? Mit dem Cupcake auf dem Kopf. Und der Krone. Wir sind die Gabi, die den Boss niemals finden wird. Weil der Boss sich einfach viel zu gut versteckt hat hinter seinen ganzen Lakaien. Judgment! Hi, ich geb dir aber nichts. Ha, du dachtest wohl, du kriegst was, weil ich dich hergerufen habe, was? Nee, 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 nee. Nee, nee. Als ob. Ich habe gar kein Geld für den. So, okay. Was? Der hieß anders? Der hieß nicht Mams Herz. Das hieß anders. Oh, da bin ich auch mal gespannt, ob Mams Herz, wenn es sich verwandelt zu It Lives... auch anders heißt. Wir sollten vielleicht mal die Stärkekarte einsetzen. Wäre eine Überlegung. Meine Nase juckt schon wieder. Ah! Ach Gott. Okay, wir machen aber guten Schaden auf jeden Fall. Wegen Gabi natürlich. Wegen dem ganzen Fliegen. Okay. So. Gut. Wir haben das Bigotten Baby und Ipek. Oh, Ipekek. Oh, Ipekek ist aber schön. Wir haben Ipekek freigeschalten. Und diesmal lief das sogar okay mit The Blind. Hat natürlich wieder richtig lang gedauert. Guck mal. 50 Minuten. 50 Minuten, Leute. Für Mutters Herz. Wie soll das dann erst werden, wenn wir noch in die Chests kommen können? Das wird ja dann richtig, richtig lange dauern. Naja. Schauen wir mal. Auf jeden Fall haben wir letztes Mal ja noch jemanden freigeschaltet, nämlich Destiny. Sieht aus wie einfach nur ganz normal Eve und hat auch nur den Deadbird. Hm. Naja, den gucken wir uns dann beim nächsten Mal an oder wir machen eine Challenge. Je nachdem, ich weiß noch nicht. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Dann war das Spiel wieder geschlossen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten werdet. Bis zum nächsten Mal und tschüss.